Herzlich willkommen zum Gemüsefonds-Podcast und mit unserem Beitrag zu Avocado TVs Sommer-Special. Und damit begrüße ich meinen Co-Moderator Tom Arte. Abend, Tom. Hallo, Arti. Hallo, Leute. Freut mich, wieder hier zu sein. Und wir haben uns heute gedacht, wir beleuchten mal wieder ein Thema. Wir geben uns mal wieder so grob in den Bereich Film und Fernsehen und Kultur. Das ist ja so ein bisschen unser Steckenpferd. Und wir wollen heute das Thema Oscars besprechen. Ich bin da nämlich letztens über eine interessante Meldung gestoßen, dass jetzt die Regeln für die Vergabe der Oscars angepasst werden. Und ich finde das extrem spannend, auch einfach, was das für eine, ja, wie soll ich sagen, für eine politische Bewandtnis hat, also, oder was uns da in Zukunft für Filme erwarten werden. Und ich finde das ziemlich brisant, aber komischerweise hat sich da kaum ein Kanal drüber ausgelassen. Also ich habe im englischen Sprachraum auf Mediaholic, diesem Kanal von Love Chen, den ich sehr empfehlen kann, die hat das mal in einem kurzen Shorts behandelt, aber ich finde, da kann man noch viel länger drüber reden. Und ja, wir haben jetzt hier 10 Minuten Zeit, dann machen wir das einfach mal. Sind das Regeln oder sind das so Richtlinien? Nee, es sind tatsächlich Regeln. Gut, dann gehen wir nämlich mal direkt zur Sache. Also ihr seht hier hoffentlich die verschiedenen Artikel, die wir durchgehen werden hier im Browser von guten Arti. Du bist im Browser jetzt, ja? Weil das sehe ich ja auch. Genau, wunderbar. Wunderbar. So, und dann haben wir hier einen Artikel, der die Regeln sehr gut zusammenfasst. Also von film.at, Oscars 2024, 4 Regeln für mehr Diversität in Hollywood. So, und da kannst du ja mal eine Weile runterkommen. Und da kommt dann Oscars, ja, noch ein Stück, genau. Ja. Noch ein ganzes Stück. Ab hier wird's interessant. Ab dem fetten Punkt oben. Oscars 2024. Das sind die neuen Regeln für den besten Film. So, in Hollywood müssen Filme, die für die Sparte bester Film in Betracht gezogen werden wollen, bezüglich der Diversität in ihrer Produktion gewisse Standards erfüllen. Die Oscars haben 4 Kriterien verkündet, von denen mindestens 2 erfüllt werden müssen. A. Diversität auf der Leinwand. B. Diversität in der Crew. C. Zugang zur Filmindustrie und Möglichkeiten. Und D, Vielfalt beim Marketing. Und unten werden die dann erklärt. Bei C schon viele Fragezeichen, was das heißen soll. Also, genau, das wird hier sehr gut erklärt in dem Artikel. Ich würde das einfach mal vorlesen und du kannst gerne einwerfen, wenn du dazu Fragen hast. Und wir besprechen das zusammen. Also ich muss dazu sagen, für die Zuschauer, ich habe es halt im Voraus recherchiert, deswegen tue ich kurz an der Stelle hier mehr erzählen. Aber du kommst da gleich dazu. So, also Standard A, Diversität auf der Leinwand. Und jetzt wird es hier übelst spezifisch. Eine der 3 Subkategorien muss für Standard A erfüllt sein. Haupt- oder wichtige Nebendarstellerinnen stammen aus unterrepräsentierten Rassen oder ethnischen Gruppen. Interessant. Es gibt doch hier keine Rassen. Genau. Hier auf einmal wird von Rassen gesprochen. Mindestens 30% aller DarstellerInnen, also auch hier mit diesem großen Win-I, in Neben- und kleineren Rollen gehören mindestens 2 unterrepräsentierten Gruppen an. Also da kann man sich jetzt zum Beispiel schon Fragen, du hattest vor uns, wir sind dann schon ein bisschen auf Filme zu sprechen gekommen, und sind jetzt Frauen zum Beispiel eine unterrepräsentierte Gruppe? Weil sie sind ja irgendwie vielleicht weniger vertreten in der Filmbranche oder so. Das sind alles solche Fragen. Also das haben die doch ausgewürfelt, oder? Also das ist ja. So, und hier, das finde ich ganz krass, diesen Punkt 3. Die Haupthandlung, das Thema oder die Erzählung des Films konzentriert sich auf eine unterrepräsentierte Gruppe. Da musst du dir mal vorstellen, also der Inhalt des Films muss auch angepasst werden. Das heißt, wenn muss ja nicht. Du kannst ja auch mindestens 30% aller Neben- und kleinen Rollen diesen komischen Gruppen geben. Du musst ja nur eine Kategorie erfüllen. Da muss ich mal kurz. Nee, die Oscars haben 4 Kriterien verkündet, von denen mindestens 2 erfüllt werden müssen. Ah, okay. Ich meinte jetzt bei diesen Subkategorien, ne? Du musst einen dieser 3 Punkte erfüllen? Nee. Du hast 4 Subkategorien. Und das ist jetzt Kategorie 1, also hier Standard A, Diversität auf der Leinwand. Ja. Und du kannst auch darauf komplett scheißen. Also. Richtig. Also ja. Du kannst dann. Wir scrollen mal runter zu Standard B. Wenn du Standard Film, A nicht haben willst, klar, dann kannst du drauf scheißen. Klar. Genau. Wir gehen mal runter. Standard B, Diversität bei der kreativen Führung. So, da geht es dann darum, halt, dass die Regisseure und so und die Casting-Crew, weißt du, dass die divers ist? Dann gibt es hier Standard C. C ist auch wieder interessant. B wird es immer, oder? Also da hast du dann 6 irgendwelche mexikanischen Wasserträger, die du als
dieser so einen Crew-Anhänger in die Hand drückst und dann hast du diesen Ja, Punkt abgestaubt. So wird das genau. laufen. Genau. Und die haben dann wahrscheinlich so eine eigene Bezeichnung im Abspann. Das sind der Token Mexikaner 1 und Token Mexikaner 2. Ist dann José Garcia und Jeffrey Garcia und was weiß ich. Dann Standard C, Diversität beim Zugang zur Filmindustrie. Das ist so ein Standard, auf den werden die sich wahrscheinlich viel zurückziehen, die Filme. Mindestens eine der Ah. Subkategorien muss für Standard C erfüllt sein. Bezahlte Lehrstellen und Praktika, Ausbildungsmöglichkeiten und Kompetenzentwicklung für die Crew. Ah, das kannst du ja super kombinieren, ne? Du kannst die mexikanischen Praktikanten hast du schon 2 Punkte Ja. abgestaubt. Mir wird übrigens jetzt gerade klar, ich habe das ein bisschen falsch gelesen. Du hast natürlich recht. Also bei diesen Standards immer, tatsächlich muss man dann nur einen der Punkte erfüllen. Also du hast recht gehabt, bei Standard A zum Beispiel jetzt mit der Diversität auf die Leinwand, da hast du ja die 3 Punkte und ja, hast recht, also da würde ein Punkt reichen, okay. Genau, so und dann Standard D, Vielfalt beim Marketing. Das Studio oder die Filmgesellschaft muss mehrere leitende Angestellte haben, die einer unterrepräsentierten Gruppe angehören. Das ist genau wie das Ding, also der muss dann irgendwo im Hintergrund, was der Zuschauer gar nicht so richtig sieht eigentlich, muss dann irgendein Marketingchef sitzen, der halt was ich, Asiate ist oder Schwarzer oder sonst was. Puh, also ich finde, es liest sich tatsächlich noch so, als könnte man das gut umschiffen tatsächlich. Ne? Also was waren, du musst 2 von diesen Standards erreichen, richtig? 2 waren es. Nee, Da muss ich mindestens noch, 2, ne? genau, du musst 2 der Standards erreichen. Also das mit der Vielfalt beim Marketing, das ist, also das interessiert ja für den Film eigentlich nicht. Muss halt irgendeinen leitenden Angestellten da besetzen. Und Diversität in der Crew oder Zugang zur Filmindustrie und Möglichkeiten, ja, darauf werden sie sich wahrscheinlich die meisten zurückziehen. Aber Ja, ich finde der halt, Weg des geringsten Widerstandes, ne? ja, genau. Aber ich finde halt, am interessantesten für uns wäre natürlich der Standard A, weil das ist schon krass, weil das, also Diversität auf der Leinwand, dass wirklich der Inhalt des Films dann Woken-Richtlinien entsprechen muss, weißt du? Diversen Richtlinien. Also ich will jetzt kein Schmatzfahler sein, aber ich denke, in 1, 2 Jahren wird das geändert hier. Also dann werden die merken, okay, viele Filmstudios ruhen sich auf einer Kombination von B und C aus. Das kann gut Was sein, man genau. auf der Leinwand dann gar nicht sieht. Und dann wird das Genau. irgendwie runtergestuft werden oder Ja. die muss mindestens 3 erfüllen, dieser Standards. Ja. Und ich merke Und gerade die dann kommst Zeit, du hier, junge also, Junge. ja, Entschuldigung. Ich merke nur gerade, die Zeit vergeht rasend schnell, deswegen gehen wir gleich zu dem Wikipedia-Artikel am Schluss. Und zwar habe ich mir jetzt gedacht, wir könnten ja mal Das würde ich genau kurz der. einblenden, hier die Oscar-Zuschauerzahl. Genau, hier sieht man die Oscar-Zuschauerzahlen. Und komischerweise seit 2016, als kurz, da hatten die mit Oscar so weit einen Hashtag gehabt, da haben sich nämlich viele schwarze Schauspieler beschwert, dass sie keinen Oscar bekommen haben. Also das, da wurden 2 Jahre in Folge irgendwie 20 Schauspieler haben einen Oscar bekommen, oder nee, Entschuldigung, 20 waren nominiert und das waren alles Weiße. Und dann wurde dieser Hashtag Oscar so weit ins Leben gerufen. Dann wurden halt verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Zum Beispiel mussten dann die Academy-Mitglieder, die Jury, die mussten dann irgendwelche Diversitätstrainings machen und solche Geschichten. Und die haben dann darauf geachtet, dass auch die Moderatoren öfter schwarz sind. Also zum Beispiel der, was, Chris Rock oder so, war dann ja letztens dabei und zu Haufen solche Sachen. So, und genau, jetzt mal kurz hier zum Oscars bester Film. Also, wir könnten ja jetzt mal aus Spaß hier nämlich durchgehen, durch die Liste der Filme, die halt den Oscar an bester Film bekommen haben. Und ich habe mir halt hier ein paar markiert, die zum Beispiel den Oscar wahrscheinlich nicht bekommen würden. Und wir können zum Beispiel mal zu 2011 springen. Da haben wir den Film The King's Speech. Da ist er. Und da ist, genau, der würde den Standard A nicht erfüllen, weil es geht in diesem Film The King's Speech, geht es ja um den, was der britische König oder der schottische oder so. Thronfolger war es, glaube ich, ja. Ja, es gibt ja gar keinen schottischen König, ich erzähle Schwachsinn. Ja, es war der britische König, der stottert, genau. Und dadurch, und das war, ich glaube, das hat in den 60ern oder 70ern gespielt, der Nee, Film. nee, das spielt in den 40ern. Also Ach so, zur Zeit des siehste, Zweiten Weltkriegs, der noch soll besser, noch besser. seine Leute motivieren da an der No, Front. noch besser, worauf ich hinaus will, das ist ja ein Film, der sich nun mal an die Geschichte hält, also oder an die Geschichte eigentlich halten will. Und der könnte jetzt halt den Standard A nicht entsprechen, eben weil der schafft es nicht, wenn er die historisch korrekt bleiben will, dann schafft das nicht, genug Minderheiten zu bringen. Weil damals in England noch nicht genug
Schwarze und Asiaten und sonst was gelebt haben. Wisst ihr wie? Ja, klar. Also Ja. die könnten halt höchstens irgendwelche ja, Bediensteten einführen, die aus den Überseekolonien da am Hof arbeiten oder so. Aber das wäre ja dann Genau. auch wieder Unterdrückung. Ja. Nee, Und also wir sind, das wird nichts. ja, wir sind jetzt leider schon über die 10 Minuten, deswegen würde ich nur noch ein paar Filme nennen, die es zum Beispiel auch nicht schaffen würden. No Country for Old Men würde es, glaube ich, nicht schaffen. Departed unter Feinden. Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Also der würde es, glaube ich, safe nicht schaffen, weil der ist ja die ganze Besetzung eigentlich weiß. Das wird ja immer wieder kritisiert. Chicago, der spielt ja im Chicago der 20er oder so, auch wieder dieses Thema. Der würde, glaube ich, nicht divers genug sein. Der hat zu viele Weiße. Beautiful Mind, Genie und Wahnsinn. Da ging es doch um diesen, ging es doch um irgend so ein Mathematiker, genau. Und ja, Gladiator, auch wieder Der kriegst, Historiendrama. es gibt doch diesen Schwarzen, der da mit Dreizack und Fischernetz da in der Arena Ah, okay. Aber kämpft. der müsste zum Beispiel dann eine viel gewichtige Rolle bekommen, wahrscheinlich. Oder hier Titanic, habe ich mir jetzt hier auch markiert. Titanic, ich meine, da ist die Hauptbesetzung nun mal weiß. Du hast ja den Jack und die Rose da, die nun mal Aber die tragenden Rollen er sind. spielt doch einen Und Iren, glaube ich, oder? ja, aber das ist doch keine Minderheit, Na, weißt du? damals schon. Ja, und so muss man dann halt echt diskutieren. Also, gerade Filme, die jetzt sich irgendwo an der Geschichte abarbeiten, die würden es dann mit diesem Standard A einfach nicht schaffen, das zu erreichen. Und das ist schon krass. Also wenn man das mal so auf die Spitze treibt zum Abschluss, du hast irgendeinen Film, so wie Titanic, da gehen die Ja. Leute rein und rein und rein und gucken den ein halbes Jahr im Kino, ganz verrückt. Und alle anderen Filme werden geskippt vom Ja. Publikum. Und dann hast du die Oscars und die nehmen dann irgend so ein 30, also 30 Leute haben sich diesen Film angeschaut, der gewinnt das jetzt, weil Titanic darf es nicht werden. Es ist unmöglich. Genau, weil es in dem anderen Film dann irgendwie um diverse Leute geht. Weißt du, geht es um, was weiß ich, um den Indianerstamm, aber den Film hat ja keiner gesehen. So. Genau. Oje, Ah, ja. Genau, das war letztlich schon das Thema, was ich hier mal kurz vortragen wollte, mit euch besprechen wollte. Und ja, das war es leider wirklich schon. Wir sind über der Zeit tatsächlich. ja, man hätte sich ja gut in Rage reden können, aber Ja. wir treten mal auf die Bremse und wünschen euch noch ja, sehr viel Spaß bei dem Sommer-Special von Avocado TV. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann kommt gerne bei unserem Kanal vorbei. Genau, schaut bei der Gemüsepfanne vorbei. Wir besprechen halt oft solche Sachen aus Themen, Kultur, Film und Fernsehen, solche Geschichten. Gut, dann an dieser Stelle, macht's gut, Leute. Ich schließe die Tür. Tschüss. Ciao.